Pamela Sangsen, gibt es eine Anekdote, etwas Lustiges, was Sie schon mal erlebt haben hier im Bundestag, das Sie uns berichten können? Ja, ich war ganz neu im Bundestag, habe noch keine Orientierung gehabt und bin in diese Weiten der Fluren gegangen und dachte mir, das müsste man mit meinem Skateboard, ich kann sehr gut Skateboard fahren, mal erkunden. Sehr schön, aber zu lang? Zu lang. Was soll ich weglassen? Man muss schon erzählen, dass es... Nicht mehr, ja. Was kann man denn da machen? Das ist... Es war auch nicht sehr viel zu lang, aber so ein bisschen... Ich muss schon erzählen, warum ich mit dem Skateboard. Das hat ja einen Zweck gehabt. Also ich bin ja nicht einfach auf Dafke durch die Gegend gefahren. Gut. Spaß beiseite. Herr Müller, sagen Sie, gibt es eine Anekdote, etwas Lustiges, was Sie schon mal erlebt haben, was Sie uns erzählen können? Als ich als neuer Abgeordneter hier im Reichstag war, wollte ich die weiten Fluren einmal kennenlernen und habe diese dann mit meinem Skateboard erkundet. Verzeihung, weite Flure. Flure? Weite Flure, nicht weite Fluren. Achso. Weite Fluren. Ja. Weite Fluren. Machen wir nochmal. Ja. Herr Müller, sagen Sie, gibt es etwas Nettes, eine Anekdote, die Sie schon mal erlebt haben, die Sie uns berichten können hier aus dem Reichstag? Ja, als ich als neuer Abgeordneter letztes Jahr hier eingezogen bin, wollte ich die weite Verzeihung. Nochmal. Weitenflurien. Weitläufigen. Naja, weitläufig Fluren. Ist noch besser, ja. Herr Müller, sagen Sie, gibt es eine Anekdote, etwas Komisches, etwas Lustiges, was Sie hier schon erlebt haben im Reichstag, das Sie uns berichten könnten? Ja, als ich als neuer Abgeordneter durch die weitläufigen Flure des Reichstages gegangen bin, habe ich mir am nächsten Tag mein Skateboard aus Hamburg mitgebracht und habe dann den Reichstag und die Nebengebäude mit meinem Skateboard erkundet. Das war fast sehr gut. Mhm. Und nun? Nee, es ist tatsächlich ein bisschen die Lebendigkeit raus. Ne? Wahrscheinlich war die Anspannung. Das? Es war am Anfang natürlich unheimlich locker, auch mit Fluren und so jetzt. Herr Müller, Sangsen, gibt es eine Anekdote, etwas Lustiges, was Sie schon mal erlebt haben hier im Reichstag, das Sie uns berichten könnten? Ja, das gibt es. Als junger Abgeordneter kenne ich den Reichstag nicht so genau, wollte den erkunden, habe mein Skateboard genommen, bin durch die Flure gefahren. Das war? Okay. So. Eine noch? Oder wir nehmen die erste. Herr Müller, Sangsen, Anekdote. Aber nochmal ohne Lachen, bitte. Ja. Anekdote, Herr Müller-Sangsen. Eine Anekdote. Ich bin mit dem Skateboard durch den Reichstag und die Nebenbäude gefahren, um zu erkunden, welche Möglichkeiten hier bestehen, Bibliothek und Sporthalle und so weiter. Und bin auf einen älteren Abgeordnetenkollegen der Fraktion gestoßen. Und der meinte zu mir, das sei unparlamentarisch. Und als keiner mehr geguckt hat, wollte er selber mal Skateboard fahren. Nee, ist lustig. Das ist, glaube ich, das Überraschendste, was ich bis jetzt gehört habe. Also Skateboard, Bundestagsabgeordneter, das glaubt uns keiner, wenn wir es nicht wirklich berichten.